Hallo wieder mal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf eine neue Runde Schatten des Krieges. Shadow of Mordor, war's nicht? Nein, Shadow of War. Mittendrin im Mordor. Naja, machen wir halt davon weiter, oder? Ich habe das jetzt erstmal recht kurzfristig abgebrochen oder abgebrochen, aufgehört. Es wurde einfach Zeit. Ich wollte den Bart nicht noch länger wachen lassen, also werden lassen, werden Wochen tun, haben was gewesen. Ich kann. Ja, wie steht irgendein? Probier mal. Überraschung! Und. Wupp! Und. Stechen! Ach ja, genau, ergreifen können wir ja auch noch. Ach ja, die Kämpfe werden mir einfach gefallen. Die Kämpfe sind so super bei den Spielen. Sie gehen so schön flüssig über ineinander. Auch wenn sie zwischendurch, oder meistens Arena-Kämpfe sind, aber es ist im Vergleich zum anderen Spiel, was ich gerade aktuell spiele, Technomancer, ist das jetzt doch um einiges einfacher. Soll ich denn helfen? Mal kurz schauen, gibt es da irgendwas? Da ist er, Stufe 10. Suka. Suka der Bade. Marodeur-Stamm Gauner. Episch. Sonst haben wir keine Infos. Immun gegen Kampfhinrichtungen. Erzürnt durch Ghule. Kann ich verstehen. Er ist ein Gauner. Erweiterte Klassen. Ein Experte im Überraschungsangriff und unerwarteten Taktiken, was Feinde verwirrt. Der Gauner ist schwer einschätzbar. Zuerst Rauchbomben, um Feinden zu entkommen. Passt. Verwende zwei Armbrüste gleichzeitig, um einen Hagel betäubender Geschosse auf Gegner niederringen zu lassen. Ein Fernkampftyp sogar. Und dazu noch Frontkrieger. Okay. Eigentlich geil zusammengestellt. Schwer einschätzbar, dann noch Geschosshagel vom Sturm aus. Das ist schon cool. Nochmal auf mal, oder? Zum Einspülen. Why not? Da ist uns eh nichts, passt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Ich stehe noch, das siehst du doch. Der konnte auch ihn ausweichen. Von mir hast du bestimmt gehört. Ich hab schon so manchen Tag empört. Wo immer auch der Sänger singt, er Freuden, Schmerz und Wehmut bringt. Ich sing aus voller Lunge dir, Menschlein, dein Tod ereilt dich in Bälde hier. Geil! Ich liebe ihn! Der konnte original ausweichen. Und einmal dahin. Ah, das tut dir weh. Okay, passt. Also Bodenpieksen ist genau deins. Wann wir uns auch wiedersehen, bin ich bereit. Und du bald bereit. Na komm, so einfach nicht, so einfach nicht. Jüngerchen, so einfach nicht. Die Granaten sind nicht scheiße. Und dort wird das übliche Problem mit dem Controller, weil er zwischendurch einfach mal stehen bleibt. Das verhindert, also es macht mir schon noch mal ein paar Hundertstel langsamer. Mal schauen, ob ich da irgendwo was zum in die Luft jagen hab. Du bist ja an, okay, pass mal hier. Wilder war Stamm. Ich weiß, wie es ist, vom Tod zurückzukehren. Ich fiel ihm auf dem Schlachtfeld anheim, bis mich kriechende, windende Wärme überkam. Aber tausend zuckende Maden krochen über mich und in mich hinein, fraßen das tote Fleisch von meinen Wunden. Jetzt sind sie bei mir. Für immer!
Eine kriechende, sich windende, ewige Qual! Wenn du nicht aufhörst, mache ich das! Dann hört es auf! Okay, also die Texte sind auf jeden Fall besser. Oh! Geile Waffen! Handkrallen, das ist mal was Neues! Oh, jetzt schon! Okay. Hallo? Da muss ich alle ausweichen. Na, der Bogenschütze. Ma, verdruckt. Ich hab dich getötet, Tark. Das macht mich dann zum Tarktöter. Nein, Tarkschlechter. Oh, das klingt ziemlich gut. Tarkschlechter. Von nun an nennt man mich den Tarkschlechter. Ja. Und das auf das Wort immer am meisten. Also ganz ehrlich, Ashgar hat dich getötet. Fußsoldaten, die dich töten, werden zum Hauptmann befördert und zur Armeemenü hinzugefügt, um zum Hauptmann zu rächen, kannst du dich töten, verraten oder beschämen, etc. Erzfeindaufträge, Blutrache-Aufträge, etc. Aber das ist so geil, das ist das Nemesis-Programm, das ist das, was mir das Spiel am meisten ausmacht. Da kannst du so viel machen, da so viel unvorhersehbare Sorgen. Jetzt noch mehr Alternativen. Der Darkschlechter, original sein Spitzname, den er sich ausgesucht hat. Finde ich super. Okay. Was sollte Arst? Wenn wir nicht aufpassen, wird zurück von den Toten, vergeht Zeit und du wirst im nächsten Schnellreisepunkt wiederbelebt. Der Rest ist gleich. Der Ring hat Makel. Es war ein Fehler. Wir haben ganz Mordor erschüttert. Wir haben diese Belagerung verursacht. Mein Ring ist perfekt. Seine Macht hat Mordor erschüttert. Und diese Macht wird wieder unsere sein. Oh, vergessen, das sind die wieder wer? Welche? Ach genau, das kann ja auch noch. Ich muss mich echt noch ein bisschen ins Kampfsystem einmogeln. Nein. Ah, genau, aufzehren. Igitt. Oh, passt. Weiter geht's. Ah, jetzt kann ich so noch mal extra sprinten für Fokus. Ah, interesting. Schatten der Vergangenheit. Finde Celebrimbors altes Lagerhaus und erkunde die Erinnerungen seiner vergangenen Kämpfe gegen Sauron. Elbenwutfähigkeit. Bei Bronze kriegen wir 500 Münzen, Silber kriegen wir einen Fähigkeitspunkt und bei Gold. Okay, passt. Was gibt's so Sidequests, Nebenmissionen, irgendwas auch noch? Uralte Hügelgräber. Gut. Ist ja schön, dass nicht alles in die Städte abspült, dass es wieder mal so Ländereien gibt. Wenn in Mordor irgendein Ort vor Sauron sicher ist, sind es diese Hügelgräber. Zeichen dessen, dass selbst die Macht des dunklen Herrschers ihre Grenzen hat. Ah, okay. In der Geisterwelt kommen wir da natürlich durch Abond durch. Ergibt alles Sinn. Vor langer Zeit marschierte meine Armee gen Mordor. Wir begruben unsere Gefallenen in Hügelgräbern wie diesen.
Unsere stärksten Krieger ruhen in diesen Hallen, geschützt durch mächtige Magie. Und wir nutzten all unsere Künste, um die Kräfte der Elben in der Schlacht einsetzen zu können. Und du hattest den einen Ring. Ja. Und mit ihm schuf ich eine Armee. Ich führte den Sturm gegen Sauron an. Naja, lang ging's nicht. Ah, baue Zorn auf, indem du Feinde tötest. Wenn dein Zorn vollständig geladen ist, drücke links und rechts, um deine Elmwut zu entfesseln. Tippe mehrmals X, wenn du Elmwut nutzt, um schnell Ork-Fusulaten zu töten. Ziele mit L auf einen feindlichen Hauptmann und halte, um ihn massiven Schaden zuzufügen. Okay. Und du hast also unbegrenzt Macht und Elbengeschosse. Das wird witzig werden. Aha, achso, okay. Als Sauron seinen Verrat enthüllte, erhob ich die Waffen. In meinem Zorn war ich entschlossen, ihn für seine Täuschung zu bestrafen. Ja, was jetzt gerade in Ruhe Zornleiste ist? Fix. Stich. Also Gott, ihr druckt zwar, aber irgendwie passiert da nichts. Was erstmal ab, boah. Ah doch. Aus irgendeinem Grund sind es alle umgekippt. Man hat nichts erkannt, aber es passiert. Ich finde die Rüstung ganz so geil vom Typen. Also Sauron. Der neue Ring. Unser Ring. Trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt. Wie ich schon gesagt habe, er ist noch runder. Er hat 9 von 10. Wie soll denn das machen? Das geht nicht, wenn nicht genug Gegner da sind. Das war jetzt irgendwie nervig. Schade. Erlebe Geschichten des Krieges mal zwischen Celebrimbor, den dunklen Herrscher, indem du Auftragsreihe in den Schatten der Vergangenheit abschließt. Für das Abschließen aller Aufträge erhältst du violette Klingen, Rune des hellen Herrschers. Okay. Für das perfekte Abschließen aller Aufträge erhältst du den Hammer des hellen Herrschers. Der Ring bleibt vorerst verloren. Doch den Palantir können wir schützen. Dann gehen wir zur großen Halle. Idril ist dort. Vielleicht kann sie uns helfen. Na gut, wir wissen eh, wofür Fähigkeit freigeschalten worden ist. Cool, bis es da so trommelmäßig im Hintergrund klopft. Was ist denn da unten dazu gekommen? Das ist Geschichte, Beherrschung, aber es ist halt... Aufzehren kennen wir schon, das ist die Glefe. Und Elbenwut ist jetzt freigeschalten worden. Aber das wird da unten als, halt alles von der
Wasser von da. Hä? Also das soll Unwert wahrscheinlich noch der Geschichte freigeschalten. Oder doch noch Level, kann auch sein. Cargo-Reiter gedrückt, um einen gebrochenen Cargo zu beherrschen und offen zu reiten. Das ist schon sehr praktisch. Da ist ein Grauk, da ist dann. Okay, dann können wir rufen. Schatten aufsitzen ist super praktisch. Drachenreiter. Voll cool. Dolchkragel. Habe ich nie eingesetzt? Werde ich aber brauchen, weil das werde ich öfters machen wahrscheinlich. Eissturm. Friere deine Feinde ein und lass dann einen Klingelhagel auf sie los. Ja, okay. Werde ich wahrscheinlich auch ein paar Mal einsetzen. Schnelles Aufziehen muss man nicht unbedingt. Schatzsucher brauchen wir auch nicht. Fernkampf, Räuber, Kampf. Was ist denn das? Hinrichtung. Ziele mit voller Macht auf einen Gegner und drücke. Was? D2, um ihn hinzurichten. Ach, das ist das. Keine Macht, fatale Macht. Interessant. Raubtier. Das kennen wir schon. Könnte man später verbessern. Terrorisieren, gedrückt, um einen Vorteil für einen Schleichtötung, also für einen umstehenden Feind in die Flucht zu treiben, so wie macht das auch, seine Trefferserie steigert. Ja, weil er ein paar Mal zusticht, wie man das sieht, das zählt alles als Treffer. Dann nehme ich lieber erstmal Kampf. Ah ja, muss man erhalten. Das mit Halten finde ich übrigens gut gelöst, weil dann wird man nochmal gefragt, ob es dir wirklich sicher, ob du wirklich sicher bist, dass du das haben willst, weil du hast gefühlt 2 Sekunden Zeit, das zu halten. So, Typ, du hast mich zwar erlegt, aber das zählt nicht. Kann ich das nochmal machen? Gut. Das war nochmal das, oder? Entschuldigung. Ja, passt. Starten. Machen wir ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Jetzt war es ja wie Macht auflaut. Ich muss Feinde töten. In meinem Zorn war ich entschlossen, ihn für seine Täuschung zu bestrafen. Einmal da rein und da wieder ausweichen. Da sind wieder gar keine Gegner da. Und die konnten mich in den Geist trotzdem nur verwandeln. So, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Gegner. Keine Ahnung, worauf ich zu. Reicht das jetzt? Jawohl, geschafft. Passt, schließen. Was habe ich dazu gekriegt? Können wir auch was platziert werden, Boni zu erhalten. Ach, das war ein Juwel! Ach so! Was denn für eins? Um es freizuschalten. Von mir aus. Okay. Wir haben nur ein Juwel gekriegt.
geschliffenes Juwel des Wohlstands, erhöhte Chance von getöteten Gegnern zu erhalten. Ach so, will ich das in die Waffe eintun, habe ich mehr Chance von getöteten Gegnern. Will ich es in die Rüstung geben, würde ich mehr Erfahrungspunkte erhalten. Hauptmänner erhalten automatisch 12 Stufen, wenn sie rekrutiert werden. Das ist geil. Und ganz unten könnte es noch verbessern, theoretisch. Ja, aber rekrutieren können wir sowieso nicht und Juwelen müssen wir, glaube ich, öfters kriegen. Also, platzen. Das ist cool, das macht Spaß. Diese Tür ist doch ein Insel. Finde es fehlende Insel, das über das Gebiet verteilt ist. Kehre mit ihm zurück, um das uralte Gedicht wiederherzustellen und die Artefakte von innen an dich zu nehmen. Ach, da kriegt man jetzt endlich was davon. Okay, das ist gut. Wenn man da noch was kriegt dafür, das finde ich gut.